Och, Ja. Tom, du hast hier in Hockenheim irgendwie immer Glück. Ja, ne? Pascal, wo stehst du denn? Ach, der. Jo. Geschlagene 3 Stunden versuchen wir jetzt hier eine Aufnahme hinzubekommen. Es ist der 5. Anlauf. Die Flitzer, die kennen wir nun eigentlich in- und auswendig. Wir haben alles schon erlebt. Disqualifikation, Strafen. Naja, ist eine Strafe. Was noch? Schaden. K.O., keine Ahnung was. Rempler, alles durch. Internetausfälle. Ja. Alles Mögliche. Feder von Eine Jakob. ne andere Meisterschaft neu gestartet, obwohl die aktuelle noch nicht mal beendet war oder so. Lol. Die haben alles. Wer? Ich. Oh, für Pascal startet geht. Ja, Pascal, wir beide wechseln uns hier ab, ne? Du legst als Ja. erstes vor mit 12. Platz, dann komme ich zweimal hinterher mit dem 12. oder 8. Platz. Und jetzt machst du wieder weiter. Ja. Meine Güte, auf jeden Fall eine wichtige Information. Wir sind ja weiterhin nur 4 Fahrer und deshalb haben wir uns überlegt, machen wir es trotzdem ein bisschen spannender, indem wir Teams bilden, Christopher und ich. Wir fahren in einem Team, das ging in einer Aufnahme, ging das gut, da haben wir vorgelegt, in der letzten Aufnahme ging das in die Hose. Da hechelten wir hinterher, vielleicht wird es in dieser Aufnahme ein bisschen ausgeglichener. Das zweite Team wird dann eben von Pascal und Jakob gebildet. Und die sind heute, wir, Christopher und ich, wir sind in Blau-Weiß unterwegs und die beiden sind in Schwarz-Weiß-Grün unterwegs. So. Das waren, glaube ich, die wichtigsten Informationen. Jetzt haben Vergiss wir... nicht, Informationen von mir, Body und Rennen. Genau, Christopher, super. Christopher hat es nämlich geschafft, in den letzten 4 Rennen die Qualifikationsplatzierung auch nach Hause zu fahren. Mal schauen, ob du das auch heute wieder hinbekommst. Vielleicht erster Platz in der Qualifikation und dann bist du eigentlich zu 80% auch erster Platz im Rennen. Wo bist du jetzt hier aktuell eigentlich? Und das ist mir auch 13 Mal passiert. Stimmt. Insgesamt schon, ja, genau. 4 Mal zuletzt eben, also in den letzten 4 Rennen hast du das auch geschafft gehabt, hintereinander. Wer fährt hier hinter mir? Jakob. Jakob. Wie sieht's bei dir so aus? Gut. Gut, dein Teamkollege Pascal, der steckt noch in der Box. Ich bin noch nicht mal dran, in der Box angekommen. Oh, shit. Wie ist das mit der Zeit? Was hast du da so eingestellt? Pascal hostet ja jetzt. Ich glaube 2 Minuten. Also wenn das so gelassen hat wie vorhin, dann 2 Minuten. Dann könntest Minuten, ich werde nochmal nachgucken. du ja vielleicht noch eine Runde schaffen. Doch ja, eine Runde schaffst du. Sei denn, du stehst jetzt 1 Minute lang an der Box. Ja, wäre blöd. Das wäre blöd. Christopher, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich gehe jetzt nicht gut. Ich schaffe eine 1:16 mal, ja, eine 1:16:71. Na gut, da kann ich bei euch da vorne gar nicht mithalten. Jakob und Christopher haben schon eine 1:14 geschafft, zumindest zuletzt. Wie sieht's aktuell aus, Jakob? Ich habe eine 1:14:09. Ja, sag ich ja. 1:15:22. Na gut, da bist du auch weit Aber ohne vor mir. Ja gut, ohne Windschatten. Ich weiß Ich nicht, habe Jakob, auch hast ohne du auch? Windschatten, oder? Ich glaube, Nö, nee, ne? ohne Windschatten. Ohne. Pascal, wie lange stehst du an der Box? Jetzt noch 27 Sekunden, 26, 25 und so weiter. Na, bis dahin sind wir noch nicht über Start und Ziel. Bedeutet also, das schaffst du zumindest eine Runde hier Ach hinzubekommen. nö. Jakob kann sich nicht mal verbessern. Christopher, du könntest nochmal angreifen. Wie sieht die Runde aus? Oh shit, das war nicht gut. Das war Mist. Ja. Ups. Na Die toll. Strafe funktioniert. Ja, das haut hin. Na 1:16:71, da bleibt's bei mir stehen. Bedeutet, aktuell könnte Pascal oder Christopher noch mal ein bisschen was gut machen. Ja, ich fahre jetzt raus. Oh, früh. Nicht schlecht. Wir fahren über Start und Ziel und dann sind wir mal gespannt, was Pascal noch so zaubern kann. Oder was die Computergegner so aktuell machen. Ja gut, mit der Zeit ist Pascal natürlich weit abgeschlagen, logisch. Ganz oben Jakob. Das bleibt dabei 0,17 Sekunden vor Christopher. Wir dann, ja, ziemlich abgeschlagen, aber das macht eigentlich gar nichts. Hauptsache, die Computergegner bleiben hinter uns. Und Oh, eventuell auch Pascal, Pascal, ne? ach, ja, Pascal ist ja weit abgeschlagen. Einmal schauen, wie läuft die Runde so? Momentan gut, aber dadurch, dass ich ja von der Box aus sozusagen gestartet bin, Es ist blöd. ja, ist natürlich so 40 Sekunden, na gut, 50 Sekunden draufgegangen. Und eine zweite Runde schaffst du auch gar nicht mehr. Weiß ich nicht, das ist so knapp. Nein, Nee, wenn ne? über die Linie kommt, dann Ja. wird die dritte Runde nicht mehr gemacht. Ich glaube, die wird so wie die erste. Also irgendwie in den Oh 2 Minuten shit. noch was.
Ja, vielleicht 1.18 noch. Ja, auch nur weil mein Boxenteam da ganz vorne da sein muss. Ganz am Ende der Boxen. Ja, 2.12. Naja, ein bisschen verbessert, ne? Ja, wow. Okay, also es bleibt dabei. Jakob auf Platz 1, Christopher dahinter, dann kommen wir und Pascal auf Platz 12. Und ich hoffe wirklich sehr, dass ich diesmal beim Start Glück habe. Zuletzt ging das mal voll in die Hose. Und diesmal 5 Runden stehen vor uns. Der Start, ja gut, einer schnappt uns. Das ist nicht so dramatisch. Jetzt müssen wir aufpassen. Der darf uns nicht drehen. Genau, wir bleiben auf Platz 3. Das ist doch... Oh, zu früh gebremst. Das ist doch in Ordnung. Pascal, wie sieht es bei dir so aus? Du boxst dich doch immer recht schnell nach vorne. Ja, tue ich diesmal auch. Welcher Platz denn? Noch 10. Ja, ne? Boxt sich gut nach vorne. Ja, ich hänge jetzt gerade im Windschatten hier so 9. jetzt. Jetzt natürlich ganz spannend hier vorne. Zieht Christopher vorbei? Ja, oder? Komm, wir greifen auch mit an. Ach, schade. Reicht nicht ganz. Aber egal, wir sind Dritter mit einem kleinen Vorsprung schon. Pascal hängt hinten noch ein bisschen fest. Und vorne könnten wir eventuell ein bisschen profitieren, wenn die sich jetzt beide duellieren. Da. Scheiße! Oh, verdammt, au, oh, jetzt habe ich mein Mikro, hallo, hört man mich, test, hört man mich noch? Gott sei Dank, verdammter Mist, da dreht sich Christopher leicht, ich konnte nichts mehr machen, Pascal ist hinter uns. Da habe ich mich, verbremst. Da hätte ich mal vorbeiziehen können und stattdessen treffe ich meinen Teamkollegen Christopher und ja, ich habe selber auch ordentlich Schaden. Nutzt Nisa natürlich das Team, wie habt ihr euch jetzt nochmal genannt gehabt? Die Idioten? Die Chaoten. Die Chaoten. Nutzt Nisa natürlich das Team, die Chaoten. Kann ja echt nicht wahr sein. Ist das ärgerlich. Und damit hat... Oh, das gibt eine Verwarnung. Jakob, hattest du schon ordentlichen Vorsprung jetzt auf Christopher? Doch. Jetzt kommt alles hier zusammen. Verdammter Mist. Ist das ärgerlich. Da hätte ich mal vorbeiziehen können und stattdessen treffe ich Christopher. Aber ich konnte echt nichts machen, also... Tut mir wirklich leid. Ja, ich wollte auch schnell die Kommission, nicht triffst. Nein, hier ist auch noch der Fehler! Damit zieht jetzt Pascal nach vorne, das gibt es gar nicht. Pascal also nun Erster. Und er ist von Platz 12 gestartet. Muss natürlich noch einmal an die Box, also das wollen wir jetzt hier nicht vergessen. Du auch. Ja, ich auch. Ist egal. Aktuell würde es also für Pascal den dritten Platz geben. Aber vielleicht kommen wir da noch mal ran. Mann, wie schnell bist du denn unterwegs? Liegt das jetzt am Schaden? Ich weiß es gar nicht. Ja, also ich war ganz sinnig eigentlich. Wie sieht's hinten aus bei euch? Dadurch, dass Jakob so ein Speedboxen stoppt und schneller Vollgas geben konnte, selbst ein Stück weg. Ja. Ein richtig großes Stück. Verdammt. Es läuft nicht gut. Ich bleib einfach mal noch ein bisschen draußen, ein paar Führungskilometer. Vielleicht bringen die mir was und damit auch unserem Team. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das jetzt die richtige Entscheidung war. Auf welchen Plätzen liegt ihr denn so? Ich kann nicht gleich sagen, der Pascal kommt jetzt raus. Na, ich glaube, Sean zieht jetzt noch vorbei. Ja, zieht jetzt noch vorbei. Oh. Warum bist du, hast du einen komplett Heidelwagen oder? Ich habe Standardschaden. Achso, na gut, dann werde ich wahrscheinlich nicht unbedingt dran kommen. Und Jakob? Bei dir läuft alles tippitoppi. Ach, ich sehe dich schon. Ja. Da kommst du ja schon. Und dahinter wird... Mann, aber Pascal, dann bist du auch nicht rangekommen. Du warst ja bedeutend weiter weg. Ja. Also Pascal, ja, konnte ich, mal angreifen. Er mich gedreht hat und ich in der Box ein bisschen abgebremst worden bin, ist Pascal jetzt auch richtig schon rangekommen. Ja, ich konnte auch so frei in die Box reinfahren. Das ist natürlich auch für mich jetzt schlecht. Denn ich möchte ja eigentlich vor Pascal wieder rauskommen. Das muss ja irgendwie klappen. Mit Schaden, ist egal. Ich fahr hier so in Schorn im Windschatten so einfach. Ach, warte auf einen Fehler. Zumindest eine zweite Führungsrunde. Nehme ich doch gerne. Na, 1.15, juhu. Da endlich mal jetzt. Oh, da bin ich das in der Qualifikation auch gefahren? Nö, ne? Da war ich schlecht. Ja, zumindest die Zeit mal getoppt irgendwie ein bisschen. Ihr habt schon eine 1.14 stehen? Nein. 1.19 habe ich. Vielleicht reicht es ja für die Bestzeit, aber ich denke mal eher nicht. Dann in der letzten und vorletzten Runde packt ihr ja meistens nochmal alles aus. Wir haben auf jeden Fall 11 Sekunden Vorsprung vor den Computergegner.
die ja höchstwahrscheinlich nochmal an die Box müssen. Sodass wir dann den vierten Platz, denke ich mal, sicher haben. Aber eventuell reicht es ja sogar für mehr. Dank unserer guten Boxenstopp-Strategie, Fragezeichen. Wir bleiben auf jeden Fall am längsten draußen. Und müssen jetzt diese Runde reinkommen. Das steht schon mal fest. Wie sieht es hinten bei euch so aus? Jakob, dich habe ich gesehen. Das sah ganz locker aus, oder? Hattest du da Verkehr? Na. Oh, bisschen, ne? Einer. Ja, mit dem duelliere ich mich hier gerade. Das so, ist doch gut. Chris, ah, oh, na toll. Chris, war, bist du vielleicht ein bisschen rangekommen? Nö. Nee. Shit. Ich Pascal bin macht Druck. Am, Position, ich, also ich schieb Sean schon quasi. Nein. Vollgas. Rein da, los. Ah, da musste ich jetzt aber, oh. So. Jetzt bin ich ein bisschen Heiratheit verloren. Letzte Runde. Also wir starten auch jetzt hier mit der letzten Runde, Führungsrunde. Jakob zieht natürlich vorbei, er hatte auch ein Dingens, ne, ein Spitzenboxen, Speed. Genau, Speed hier hat er genommen. Und da kommt Christopher, kommt noch vorbei, und da kommt Pascal. Komm schon, fahr raus hier, fahr raus! Das war die richtige Entscheidung. Meine Güte. Aber ich mache hier noch Druck, pass mal auf, Pascal, bremst mal nicht, ich krieg dich noch. Ja! Ja! Wir ziehen vorbei! Dritter Platz hier. Ich bin gerade schon zu überholen, aber ich wollte so jetzt das nicht unbedingt. Volle Konzentration. Wir sind wieder Dritter. Es war die richtige Entscheidung, lange draußen zu bleiben. Ganz vorne ist es, glaube ich, nicht mal so spannend wie hier. Jetzt müssen wir schauen. Nicht verbremsen oder so. Oh, Pascal bleibt vorne. Das darf nicht wahr sein. Ich wollte extra nicht so weit nach außen, weil ich dachte, ich kriege dann irgendwie eine Strafe oder so. Nee, es gibt's nicht. Verdammt. Ja! Was ist denn da vorne? Wow, scheiße! Nein! Bitte nicht! Oh, keine Strafe, ich glaube es. Oh, wer liegt vorne? Ich. Jakob. Noch ja. Oh, verdammt. Ich mach die Augen zu. Nein! Ja! Dritter! Komm schon, fahr ums Eck! Ja, hau in die Box rein! Juhu! Oh, ist das geil! Dritter Platz! Boah, ich weine hier schon. Bestzeit hier von Jakob dahinter Christopher. So, also wenn die Aufnahme die jetzt irgendwie abbricht, das Video stellen wir hoch. Oh, haben wir gekämpft. Puh. Ja! Entschuldigung. Oh, ist das schön. Guck dir mal die ersten drei Positionen an, wie die am Start waren. Ja, ne? Oh. Stimmt. Und ich hätte Jakob noch bekommen, oh, wenn Gott. Ich zurückgezogen hätte. Ist das ich schön. Ich hätte dich noch zweimal überholen können, irgendwie in dieser... Wo Jakob abgeflogen ist, die Kurve, aber ich habe mich da ein bisschen zurückgehalten. Ja, genau, das habe ich auch gemacht. Oh, wie cool. So, wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Qualifikation. Ach, nö. Pascal startet von Platz 2, wir auf Platz 3, Jakob 7. Christopher konnte ich gar nicht mehr sehen. 10. oder 11. war das jetzt. 10. oder 11. Meine Güte, Training haben wir jetzt übersprungen. Ja, müssen wir auch nicht mehr trainieren. Die Strecke kennen wir mittlerweile auch in- und auswendig. Oh, puh, was für ein Finale eben gerade. Hoffentlich wird es auch hier mindestens genauso spannend. Drei Qualifikationsrunden stehen vor uns, in dem jeder versucht, seine Topzeit hier herauszufahren. Ich weiß es gar nicht, wie sieht das denn mit der Teamwertung aus? Darauf sind wir gar nicht eingegangen. Toll. Da steht es jetzt 16 zu 14 für Pascal und Jakob. Also endlich auch richtig viel Spannung da drin. 16 zu 14, da ist alles offen. Aber jetzt natürlich, Pascal, wie sieht es bei dir schadensmäßig aus? Ja, ich habe mich voll von meinem hier Bürostuhl ablenken lassen. Der hing irgendwie an meinem PC fest. Ich wollte ihn weiter nach vorne haben und da habe ich mich voll irritieren lassen. Shit. Ich vorhin die Wand gefahren. Jetzt ja, Standardschaden oder schon? Ja, so Mist. Ja, ich werde gleich erstmal in die Box fahren. Ich habe so einiges so Ramsch. Nein. Boah. Ging noch ich mal. Ich hab dir so ein blaues Fahrzeug von mir. Das bin ich nicht. Ja, Tom ist erster vorne. Ganz vorne fährt der. Ne, zweiter. Zweiter, ja. Ich sag ja, blaues Auto von mir. Das ist nur die KI. Jo, genau. Oh, das, was mache ich denn jetzt hier? Hallo, ich will ja nicht stehen bleiben. Ich habe keine Lust, in den Box zu fahren. Kann ich mir vorstellen. Ja. Ach, bleibst du jetzt noch draußen? Wollen. Ja. Ja. Mist, jetzt habe ich Standardschaden auf. Wow. Wagen halten, Gott sei Dank.
So, wo muss ich bremsen? Ist das jetzt in Ordnung? Ja, das passt. War, glaube ich, sogar ein bisschen zu früh. Was sagen denn eure Zeiten? Box. Oh, wieso denn das? Ich bin gegen die Mauer gefahren. Nein, was mache ich denn hier? Oh, toll. War ja klar. Jakob, wie sieht's bei dir aus? Ich habe gesehen, da waren einige... In der letzten Runde bin ich... Ach, meine Tastatur ist so spitz. Da bin ich abgerutscht und ins Gras gefahren. Ah, shit. Und jetzt... Ist die so schmierig? Meine Tastatur schwitzt. Jetzt hast du aber einige Gegner da um dich herum. Oder ist das Pascal? Nee, das bist du, ne? Das... Jo. Also, wir sind beide hier. Ja, ne? Oh, was? Boah, toll, ja. Ich fahre gegen die Bande und dann gegen die andere Bande, also läuft hier gar nichts mehr. Komm schon. Wie, habe ich eine Verwarnung bekommen? Ach ja, genau. Nein! Oh, mein Jakob, du fährst wie sonst was. Wir kriegen das alle nicht mehr gebacken. Jetzt ist der 5. Anlauf. Seht es uns nach. Letzte Runde auf jeden Fall, die ich jetzt gerade hier einleite. Eventuell können wir da noch irgendwas rausholen. Wer weiß, wer weiß. Christopher, bist du schon unterwegs, ja, ne? Ich bin schon wieder fast bei der Halle. Bitte zurück, okay. Okay. Danke. Oh, die war besser. Ich hab mich zurückgeschaut. Wir sind hier im Quali, nicht im Rennen. Wer ist denn das vor mir hier? Kennt man nicht. Nein, nein, nein! Augen zu und... Rennleitung, die gesagt, okay, ist nicht Augen schlimm. Zu. Gott sei Dank. Augen zu und durch. Passt ja, ne? Durch. Passt. Ich glaube, viel besser fahre ich mit Augen auf aktuell auch nicht. Dann nehme ich auch jede Bande hier mit. Jakob kriegt eine Verwarnung, Pascal kriegt eine Verwarnung. Ich bremse und zu. Und bei mir hat jetzt gerade wieder geleckt. Aua. Mein Motor ist orange. Habe ich riskiert nochmal alles. Vollgas. Chris, aber wie sieht deine Zeit aus? 1,923. Da halte ich nicht mit. Oh, viel zu früh gebremst. Na toll. Also ich verbessere meine Zeit leider nicht durch diesen blöden Fehler. Eine 1, 12, 5, 7, dabei bleibt's. Oh, ganz vorne steht Jakob mit einer 1, 9, 0, 9. Hätte besser sein können. Wenn ich... Ach, eine 1, 19. Ich habe verstanden, eine 1, 0, 9, Christopher. Oh. Nein, ich war ja in der Box und hatte mittendrin einen Leck gehabt. Okay, und jetzt, wie sieht's aus? Das sieht ganz gut aus. Mit einem ganz schön guten Wagen noch 1,14, ja. Mal schauen, was die Computergegner denn noch so machen. Jo, die also sich so einschieben. Einige sind noch in der Box, jetzt in die Box reingefahren. Das ist gut. Wo bist du, Christopher? Also auf der Strecke, ne? Oh, schön! Oh. Fast nochmal ganz nach vorne gekommen. Auf Platz 2 landet er. Überlegt, vorher... KI hatte vorher eine 1,10 im anderen Qualifying, voll komisch. Ja, ne? Also ich habe die KIs auf 97%. Wie immer.